Was ein Abend, was eine Party. In und rund um die Kneipen der Kasseler Innenstadt geht schon Stunden vor Anpfiff des WM-Finales nichts mehr. Tausende tummeln sich um unzählige Fernseher und Leinwände, fiebern mit der deutschen Nationalelf durch 120 Minuten Nervenkitzel pur. Auch beim Public Viewing im Autohaus Klinike, das sich mit XXL-Leinwand in ein riesiges Fußballwohnzimmer verwandelt hat. Lange fehlen die Tore, Chancen gibt es genug. Ein Finale, das dramatischer und spannender kaum sein könnte. Das ganze Spiel ein einziger Aufreger. Die Nerven der Fans liegen blank, von der ersten bis zur letzten Sekunde Gänsehaut pur. Da wird gebibbert und gejohlt, gezweifelt und gebetet, bis Mario Götze den Ball nimmt und aus einer Drehung ins Tor knallt. 1:0 in der 113. Minute. Nun heißt es noch einmal zusammenreißen. Die Spannung steigt ins Uferlose. Auf den Sitzen hält es niemanden mehr. Der vierte Titel für Deutschland ist zum Greifen nah. Und dann die erlösenden Worte des Kommentators. Deutschland ist Weltmeister und Kassel liegt Jogis Jungs zu Füßen. Die wohl größte Party des Jahres ist eröffnet. Ah.